Erntepflanze. Hi, du gruseliger Typ. Und deshalb... Oh, schön, dass sie jetzt sitzt und sie da runtergeworfen hat. Das ist ja auch nett. Sehr, sehr freundlich von ihr. Oh. Aber Cassandra ist immer noch traurig. Kümmer dich. Hallo, hör auf. Du darfst nicht an dem PC. Bist du denn irgendwie ein bisschen blöd oder was? Zuspruch geben. Oh, die sieht... Oh nein, sie weint sogar. Hat sie Liebeskummer? Wie ist das? Die sieht voll nett aus, aber sie ist eine Erwachsene. So ein Scheiß. Aber ansonsten, guck mich mal an. Ey, ey, hallo. Mann, ist die voll schön, glaube ich. Was machen wir hier? Sie malt schön. Was malt sie denn überhaupt? Okay, sie malt Kriegelkragel. Es geht aber weg, was sie malt. Und sie hat so einen Regenbogenstift. Wie cool. Ein bisschen. Okay, sie meint irgendwie nur Scheiße. Toll. Okay, da sitzen darfst du, aber mehr nicht. Warum ist hier eigentlich kein Stuhl? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Yeah, sie freut sich. Wie cool. Lustig. Oha, die ist voll böse. Habt ihr das gerade gesehen? Ist ja uncool. Ich fand die so hübsch und jetzt ist sie so böse. Okay, die sieht auch ein bisschen langer aus irgendwie. Oh, Mann. Nein, ich will sie nicht nach dem Techtelmechtel fragen. Bist du irgendwie... Das ist meine Freundin. Also meine Freundin, meine normale Freundin und nicht meine... Bubsfreundin. Sie soll meine beste Freundin werden. Oder Sarah. Sarah ist auch cool. Ja, der Sensemann. Der Sensemann. Der Sensemann ist auch da. Oh Mann. Ich will, wo ist denn der, den ich erstellt habe? Warum ist denn der nicht hier? Wollt ihr mich verarschen? Wie mächtig uncool. Warte, wir gucken jetzt mal auf den Streets. Auf den Streets gucken wir mal. Ob er... hier irgendwo rumläuft. Hier lernt ein Kind. Ungefähr so hört sich das an, wenn ich Let's Play aufnehme. Wirklich viel mehr Inhalt kommt da ja eh nicht bei rum, aber... Ich glaube, meine Stimme hört sich ein bisschen schöner an, wenn ich Wörter rede, anstatt die ganze Zeit zu sagen. Ich höre jetzt auf damit. Wer ist das? Sophie Mertens, die sieht traurig und eingebildet aus. Dich wollen wir nicht. Außerdem ist sie erwachsen. Wer ist er? Er, oh, ich dachte, er sieht jung und hübsch aus, aber nö. Da ist Florian Kreitz wieder. Hier ist sogar ein Spielplatz. Oh, da ist die Blonde drauf. Die Blonde finde ich auch voll hübsch. Wer ist er hier? Maurice Winter, der ist süß. Claire? Sag ihm Hallo. Lustig? Bananenwitz, keine Ahnung. Oh, ihn kennen wir sogar schon. Ich würde ihn ja sonst öfters einladen, aber wir dürfen ja unser Handy gar nicht benutzen. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten rennt Ashton, heißt der, den ich erstellt habe. Rennt hier gar nicht rum. Wie unfair. Das bin ich doof. Das bin ich alles doof. Was können wir eigentlich lesen? Wir können schreiben. Angel sie dir. Hm. Videospiele. Ja, bringt uns aber nichts, weil wir das gar nicht spielen dürfen. Geige, Klavier, Comedy, Malen. Malen macht Sinn, ne? Dann malen wir. Malen wir mit ihr, genau. Die soll das einfach nur lesen. Und sie könnte Angeln lesen. Dann kriegen wir vielleicht noch teurere Fische danach. Das hört sich, glaube ich, ganz gut an. Ich glaube, der Plan ist okay. Aber während sie das liest, dabei können wir uns ja auch unterhalten.
können wir ja trotzdem mit Cassandra einfach ein bisschen... Ey, die schläft fast ein. trotzdem irgendwie mit ihr reden oder was? Damit die Konversation einfach nicht abbricht, sozusagen. Tiefgründige Unterhaltung. Obwohl, ich glaube, offenbar reden wir gar nicht miteinander. Okay, scheint wohl nicht so, als würde das großartig funktionieren. Wo ist sie eigentlich? Okay, sie kommt wieder rein. Das heißt, wir könnten noch ein wenig mit ihm unterhalten. Ja. Das können wir so machen. Hier oben ist auch keiner. So ein Ärger. Ist das unser Bild? Es ist unser Bild. Niemand möchte dieses Bild, aber... Weil das halt echt nicht sehr schön ist. Aber das ist trotzdem okay. Oh Mann, warum ist die denn voll? Dann lese halt schneller. Bringt ihr das überhaupt noch irgendwas? Oh, wir haben sozial auf 10. Holy moly. Achso, das sind gar nicht unsere... Wo steht denn was? Wie gut. Okay, halt, stopp, Pause. wo steht denn, was wir gut können? Oh, wir haben einen Freund. Felix ist unser Freund. Cool. Wir müssen Alexander auch noch zum Freund machen. Aber trotzdem, wo steht denn mein Angeln? Ach, das ist mental, glaube ich, ne? Wo sind wir? Oh, wir schlafen da. Okay. Aber Cassandra ist noch da. Aber Alex ist weg, glaube ich. Oben ist er schon mal nicht. Und hier spielt er auch nicht. Okay, also Alex ist, glaube ich, halt irgendwie jetzt weg. Aber das ist dann so. Nee, sie hat hier Angeln extra. Warum hat sie Angeln extra und die, mit der wir die ganze Zeit angeln, nicht? Vielleicht ist es einfach in dem Alter noch anders. Schätze ich mal jetzt einfach so. Ja gut, und sie pennt. Also solange das nach oben geht, ist es, denke ich, auch vollkommen in Ordnung. Haben wir hier sonst? Nee. Egal, alles gut. Ich habe geguckt, ob wir hier irgendwie einen Snackautomat hätten oder so, aber ist nicht so. So, dann können wir mal nochmal Formen zeichnen. Genau, pack das Buch weg. Oder nimmst du dir mit oder was? Können wir das mitnehmen? Können wir das einstecken? Wo liegt es jetzt? Hat sie keinen Bock mehr? Hallo? Hallo? Hast du eine Macke? Mach gefälligst, was ich sage. Okay, macht sie aber nicht. Hat sie auch einfach gar keinen Bock drauf. Dann, da wir aber ja eh unterwegs sind, geben wir ihr einfach mal ein paar Äpfel. Weil ich glaube, das ist ein guter Plan, die entweder zu benutzen, halt zum Essen oder so, oder die dann zu verkaufen. Aber erstmal möchte ich halt... Na, eigentlich will ich schon einen kleinen Garten. Aber dann mache ich nur halt mit einer Pflanze von allen. Weil eigentlich finde ich so einen Garten echt schön. Nur ist da halt echt immer blöd, sich darum zu kümmern. So, dann essen wir den nämlich. Und dann ist das, glaube ich, auch schon wieder eine ganz bessere Nummer. Okay, wenn sie vormalt, malt sie einfach den ganzen Tag dasselbe. Das ist doch auch schwachsinnig. Aber das bringt unsere Kreativität voran. Und jetzt ist sie hängen geblieben. Okay, sie hat wohl nachgedacht. So, weil sie langsam müde wird, würde ich schnell mit ihr was essen und dann würde ich mit den beiden nach Hause gehen. Das heißt, ihr müsst mir Backpfeife geben. Bist du? Nein? Einfach nein. Was ist Aktion? Runde auflösen. Genau.
Dann gehen wir nach Hause. Und wir gehen auch nach Hause. Hat das großartig was gebracht? Der Apfel? Nee, ne? Nach Hause! Lass uns nach Hause gehen. Oh, jetzt sitzt Yannick. Oh, wir kennen Yannick noch nicht. Kennen wir Yannick schon? Nein, wir kennen Yannick noch nicht. Wir müssen ihm Hallo sagen. Einfach so müssen wir ihm Hallo sagen. Damit wir alle kennen. Damit wir alle Kinder hier kennen. Vielleicht auch ein bisschen schneller laufen oder so. So. Jetzt haben wir uns vorgestellt. Können wir schon ein bisschen miteinander reden. Über Interessen reden und dann gehen wir nach Hause. Das kann sie ja jetzt die ganze Zeit machen. Ich möchte zu ihr umswitchen. Okay, das geht wohl nicht. Gut, sie hat wohl auch keinen Bock mehr, aber das ist okay. Ich würde... Oh, wir können ihn trotzdem einladen. Aber ich glaube, das geht trotzdem nur mit dem Handy, oder? Haben wir überhaupt schon ein Handy? Ja, haben wir auch. Kinder können keine Gesellschaftsereignisse planen. Warum nicht? Ist ja voll diskriminierend. Selfie machen. Kinderfreundliche Website durchsuchen. Okay. Gemüse. Erntepflanze. Hi, du gruseliger Typ. So. Auf jeden Fall war es das mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dann und tschüss.